Tagebuch eines Killers. 24. August 2329. 21.12 Uhr. Das ewige Herumsitzen ist immer wieder, wie es auch zukünftig sein wird, langweilig. Ewiges Warten, nur um etwas noch Langweiligeres zu tun, auf das ich gar keine Lust habe. Bald sollte es soweit sein. Dann kann ich wieder abhauen. Die Gegend hier ist wirklich großflächig. Fraglich, wie jemand wie der Typ darauf kommt, sich hier aufzuhalten. Naja, was er davon hat, wird er bald wissen. Oder auch nicht. Bin mal gespannt, ob er wenigstens für ein wenig Sicherheit gesorgt hat. Sonst wird das Ganze ja noch langweiliger, als es so schon sein wird. 21.15 Uhr und immer noch keiner hier. Leer in die Dunkelheit der Nacht starrend, begann sie mit dem Messer in ihrer Hand zu spielen. Sie befand sich auf einer Brücke, unter ihr ein langer, freier Weg, der durch die zahlreichen Laternen erhellt wurde. Das parkähnliche Gelände war mit vergleichsweise wenig Büschen und Bäumen verziert, die bereits begannen, ihre Blätter zu verlieren. Der Mond war in dieser Nacht nicht besonders hell und es herrschte totale Stille. Gelangweilt starrte sie den langen Weg entlang, auf dem bald ihr Ziel auftauchen sollte. Die Zeit verging und mit ihr verabschiedeten sich auch die Grade. Das Messerspiel beendend und weiterhin konzentriert auf den Weg achtend, verschränkte sie ihre Arme. 21.47 Uhr und die sind immer noch nicht hier. Vielleicht haben sich diese Idioten auch noch geirrt oder mich reingelegt. Naja, dann war es wenigstens ein schöner Ausflug. Sie legte ihre Füße, die sie zuvor den Brückenrand runterbaumeln ließ, zu sich hoch und legte sie auf das aus Stein gefertigte, breite Brückengeländer, um den Himmel zu beobachten. Kein einziger Stern zu sehen, und selten war der Mond kleiner, langweilig. Langsam bin ich das Warten leid, aber das gehört ja leider dazu. Sie legte ihre Hände hinter den Kopf und schloss die Augen. Ein Seufzer entkam ihr wenige Momente später, und sie richtete sich wieder auf. Ein kurzer Blick auf den Weg unter ihr, und sie sprang vom Brückengeländer auf die Brücke. 21.49 Uhr. Er ist hier. Sie streckte einen Arm in die Höhe, und mit der Hand des anderen kramte sie in ihre Pullovertasche. Nachdem sie ausgiebig gegähnt hatte, griff sie nun auch mit der zweiten Hand in eine andere Tasche und holte einen Stift aus dieser. Den Schutz zog sie mit dem Mund vom Kugelschreiber und spuckte ihn irgendwo hin. Danach öffnete sie das kleine Heftchen, das sie aus ihrem Pullover gezogen hatte, und ging langsamen Schrittes auf das gegenüberliegende Brückengeländer zu. 21.50 Uhr, Jean Tarek mit zwei Wachen im Rama-Park gesichtet. Beginn, wie ich diese Bürokratie hasse. Naja, vielleicht wird es jetzt weniger langweilig als bisher. Sie schloss das Heftchen und warf den Kugelschreiber wie den Schutz weg. Danach steckte sie das Heftchen wieder in ihre Tasche und lehnte sich an das Brückengeländer, bei dem sie inzwischen angekommen war. Seufzend lehnte sie ihren Oberkörper über die Abgrenzung und starrte den Weg hinunter, auf ihr Ziel wartend. Ungeduldig kratzte sie mit dem Messer, das sie inzwischen wieder aus seiner Halterung an ihre Hüfte gezogen hatte, am Stein herum. »Gleich bin ich fertig. Die sollen mal ein wenig schneller gehen. Es wird langsam kalt. Das würde nichts Gutes bedeuten.« 21.51 Uhr. Da sind sie endlich. Der in der Mitte verrät sich allein durch den ganzen Glitzerschmuck sofort. Die anderen beiden sind ganz schön groß. Der eine gähnt und der andere geht komisch. Sie legte ihre Hände auf das Brückengeländer und zog sich so auf dieses. Schnell rannte sie das Gelände entlang, bis sie nah bei einem Baum war, auf den sie sogleich sprang. Ihr Messer hielt sie dabei vor ihren Körper und schnitt Äste ab, die sich ihr in den Weg gestellt hätten. Sie war auf einem Ast des Baumes gelandet und dann schnell von einem zum anderen gesprungen, bis sie schließlich auf den Boden landete und langsamen Schrittes der Männergruppe folgte. Ihr Messer versteckte sie unter ihrem viel zu langen Schal und starrte die drei gelangweilt an. Wie dumm sie beieinander stehen, das wird wieder viel zu einfach. Da gähnt er schon wieder, aber der andere scheint am Fuß verletzt zu sein. Entweder einer, der unkonzentriert ist, oder einer, der sich nicht richtig bewegen kann. Naja, nehme ich mir zuerst den, der nicht aufpasst. Hoffentlich läuft das hohe Tier gleich weg, dann kann ich ihn verfolgen und mich danach um den Humpelnden kümmern. Der,
dürfte uns eh nicht hinterherkommen. Ihre Schritte wurden schneller und sie gähnte noch kurz, während sie ihre Arme in die Luft streckte. Langsam ließ sie sie wieder nach unten gleiten. Ein kurzes Leuchten war zu sehen, da das Messer im Licht der Laternen gestrahlt hatte. Na dann mal los! Die Stille der Nacht wurde durch die Geräusche ihrer schnellen Schritte zerbrochen, und einer der drei Männer schien etwas zu bemerken und begann, sich umzudrehen. War mir klar, dass das Humpelbein was merkt. Muss ich halt ein wenig schneller sein. Ein Knirschen und ein lauter Schrei waren zu hören. Schnell zog sie das Messer aus dem Körper und wandte sich zum anderen Mann. Einer weniger. Das Tier steht immer noch und wird wohl bald weglaufen. Humpelbein will mit der linken Hand zuschlagen. Naja, nicht so anders als geplant, aber wenigstens ist es gleich vorbei. Ein Schritt zur rechten Seite, sie griff nach dem Arm des Mannes und stach schnell mit dem Messer hindurch, bevor sie es wieder herauszog, den Mann nahe an sich zog, um ihm das Messer in die Brust zu jagen. Langweilig. Wie immer, wenn sie im Einsatz war, hatte sie einen bösen Blick auf. Schweigend drückte sie den leblosen Körper von ihrem Messer weg und trat ihn um. Nun der Letzte. Ihr leerer Blick wandte sich zum letzten Mann, der regungs- und fassungslos herumstand. »Wer bist du?« Ohne zu antworten, näherte sie sich dem Mann, der langsamen Schrittes der Angst zurücktrat. »Wieso machst du so etwas?« »Aus demselben Grund, warum du arbeitest, um zu überleben. Wobei, er macht es wahrscheinlich eher wegen dem Geld.« »Ich teilweise auch. Er scheint so zu sein, wie ich.« Bisher hatte sie das Messer nach unten hängen lassen. Nun wirbelte sie es zweimal in ihrer Hand und stürmte dann, das Messer fest in ihren Händen haltend, auf den Mann zu. »Naja, zumindest bin ich viel schneller. Schade.« Ein Stich, direkt gegen seine Brust gerichtet, ging daneben und er stolperte beim Ausweichmanöver zu Boden. Er landete auf dem Boden und dadurch schlossen sich seine Augen, noch bevor er sie wieder geöffnet hatte, war ein lauter Schmerzensschrei von ihm zu hören, der dann abrupt abbrach. 22.03 Uhr. Langweilig. Langsam ging sie auf die blutverschmierte Leiche zu und zog das Messer aus der Brust des Mannes, das sie zuvor auf ihn geworfen hatte. Kaum hatte sie das Messer herausgezogen, spritzte ihr Blut entgegen, welchen sie aber schnell auswich, obwohl es eigentlich egal gewesen wäre. Ihre Klamotten waren immer noch vom Blut der anderen Männer verschmiert. Sie warf dem toten Mann noch einen letzten Blick zu und wandte ihm dann den Rücken zu. Während sie sich auf dem Weg Richtung Brücke machte, wischte sie das Blut von ihrem Messer herunter, um die Gravierung zu sehen. Ein Grinsen machte sich auf ihrem müden Gesicht breit. Heartbreaker. Sie kletterte sehr schnell wieder auf den Baum und danach sofort zurück auf die Brücke. Seufzend begann sie nach dem Kuli und anschließend nach dem Verschluss zu suchen. »Warum werfe ich die Dinger auch immer wieder weg? Ach, da ist der Kuli. Verdammt, bin ich müde. 22.03 Uhr. Auftrag erfüllt. So, wo ist das Mistding nun?«